Moin Leute, was geht? Die Community hat abgestimmt und in diesem Video soll es einfach mal um mich, also Stingray, gehen. Und bevor das Video jetzt losgeht, will ich nochmal kurz aufmerksam machen, wer es noch nicht weiß, noch nicht kennt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Instagram oder halt den Namen von meiner PSN-Community. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal abonnieren würdet. Aber fangen wir einfach mal gleich an mit dem Video. Und ja, der erste Fakt ist halt auch ein bisschen recht langweilig und schon bekannt. Nämlich ist es Fakt, dass ich über Level 300 in Red Dead Online bin und mehr Gold und Geld habe, als ich je ausgeben werde, so höchstwahrscheinlich. Ja, ich weiß, langweiliger Fakt. Der nächste Fakt ist ein Fun Fact. Und zwar, der Mantel, der so mit meinem Markenzeichen ist, ist der Eberhard Mantel. Leider nicht immer im Katalog, für alle, die es noch nicht wissen und mich immer danach fragen. Jetzt wisst ihr's. Und ich hoffe, ich muss die Frage nicht nochmal beantworten. Der nächste Fakt ist ein bisschen spannender, nämlich das Thema Pferde. Das behandle ich eigentlich sehr, sehr ausführlich. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, meine Pferde haben eigentlich immer recht komische Namen, womit man eigentlich nichts anfangen kann. Das liegt halt daran, dass ich mich sehr für Geschichte interessiere. Vor allem der Zweite Weltkrieg, finde ich, ist sehr, sehr interessant. Und da mir die Technik und die Waffen dort sehr gefallen, beispielsweise Schlachtschiff Bismarck, habe ich auch mein Pferd einfach so genannt. Ist auch vielleicht gut zu wissen, wer es noch nicht wusste, dass ich mich für Geschichte interessiere, jetzt wisst ihr's. Ansonsten seht ihr's auch gerade im Hintergrund, ich spiele neben Red Dead auch noch ein bisschen World of Warships oder World of Tanks, je nachdem, oder halt irgendwas so in diese Richtung. Ist auf jeden Fall nice und kostenlos, falls ihr es mal ausprobieren wollt, nur so nebenbei. Natürlich ist das halt auch nur so ein kleiner Fun-Fact oder generell Fakt. Und ich würde sagen, machen wir weiter mit den nächsten. Und zwar ist es auch Fakt, dass ich über 1000 Abos habe. Und der Name Stingray ist ja auch ein bisschen komisch. Muss man sich dran gewöhnen, aber wo kommt der Name überhaupt her? Natürlich, Stingray heißt Stachelrochen, aber in diesem Fall ist der Name abgeleitet von der Corvette Stingray. Liegt einfach daran, dass ich in Schulzeiten noch mit Kollegen immer uns gegenseitig so Spitznamen gegeben haben. Und weil mein Lieblingswagen dort zurzeit die Corvette war, habe ich einfach den Beinamen Stingray bekommen und dachte mir, jo, diesen Namen übernehme ich einfach. Wird jetzt so mein Name, so überall, wo ich mich irgendwie anmelde, also so YouTube, meine E-Mail auch und hast du nicht gesehen. Und natürlich, wie soll es anders sein? Natürlich, meine Lieblingsautos sind natürlich die amerikanischen, vor allem die alten Muscle Cars finde ich wirklich nice. Und ich persönlich fahre einen Audi A6. Mit einem recht kleinen 2,8 Liter V6, falls es jemanden interessiert. Des Weiteren habe ich auch noch zwei Hunde. So für die Leute, die es interessiert. Ansonsten natürlich meine Hobbys. Abgesehen von Zocken und YouTube habe ich auch Hobbys. Also nicht, dass man denkt, das ist das Einzige, was ich so in meiner Freizeit mache. Natürlich nicht. Und wie soll es natürlich anders sein? Da ich sehr kreativ bin, ist natürlich mein Hobby Malen und Zeichnen. Und so Eigenlob stinkt zwar, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich das recht gut kann. Natürlich könnt ihr euch da auch gerne eure Meinung einfach mal raushauen. Ansonsten ist es auch Fakt, dass ich einfach seit der Beta-Phase in Red Dead unterwegs bin. Und die Beta-Phase vermisse ich schon ein bisschen. War eine witzige Zeit. Vor allem durch die ganzen Probleme, die es dort gab. Man sieht es gerade im Hintergrund. Habe ich leider nur gescreenshottet, warum auch immer. War auf jeden Fall sehr, sehr witzig, diese Zeit. Und ja, wirklich schade. Würde ich mir wünschen, dass sowas nochmal wiederkommen würde. In den Kommentaren könnt ihr jetzt einfach mal reinschreiben, ob ihr schon seit der Beta-Phase spielt oder erst neu dazugekommen seid. Würde mich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, schreibt es einfach mal rein, damit ich sehe, wer schon lange dabei ist. Und natürlich für alle, die es noch so interessiert, so kleiner Funfact. Mein Lieblingsbier ist Corona Extra. Schmeckt gut, könnt ihr gerne mal testen. Auch ein Fakt ist einfach, dass ich mir mehrere Accounts erstellt habe mit anderen Identitäten, einfach um immer lange Spaß an Red Dead Online zu haben. Und ihr könnt euch das auch machen, einfach so viele Charaktere erstellen, wie ihr wollt. Und immer eine andere Person widerspiegeln, ist auf jeden Fall sehr witzig. Egal ob ihr jetzt ein Indianer seid oder ein Django, macht einfach so, wie ihr wollt. Und das bietet halt sehr viel Abwechslung und deswegen habe ich einfach mir spaßeshalber mehrere Accounts zugelegt, also für alle, die es irgendwie interessiert.
und ja, ansonsten gibt es zu mir nicht großartig viel noch zu sagen. Natürlich, jetzt irgendwie Bilder von mir oder so werde ich nicht veröffentlichen, weil ich natürlich ein bisschen Privatsphäre haben möchte. So ganz leicht dezent. Ansonsten gibt es auch noch ein paar gute Nachrichten, nämlich, dass ich meine Berufsausbildung abgeschlossen habe. Ja, und was will man da jetzt noch großartig sagen? Also, ausgelernt bin ich. Und ich denke mal, so Fakt wird sein, dass ich irgendwann so hauptberuflich YouTube mache, wenn es weiter so gut läuft. Wahrscheinlich ja weniger, aber naja. Nee, ansonsten, natürlich wird auch der Fakt bleiben, dass ich in nächster Zeit immer weiter Sachen zu Red Dead und Red Dead Online bringen werde. Aber natürlich wird sich das irgendwann ändern, weil irgendwann kommen auch andere Spiele mit dazu. Da muss ich aber noch schauen. Also, auf Red Dead will ich mich jetzt nicht versteifen, was das Spiel angeht, sondern da auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie ich das machen werde, weiß ich momentan noch nicht. Aber es ist Fakt, dass da noch andere Spiele kommen werden. Welches sein werden, wie sie sein werden und so weiter, kann ich momentan nicht sagen. Ist aber weitestgehend geplant. Ansonsten natürlich Fakt wird auch sein, dass ich euch immer bestmöglich über Red Dead und Red Dead Online einfach berichten werde. Alles durchtesten werde, um euch möglichst gute Infos mitzugeben, keine Lügen zu verbreiten und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das sollte jetzt erstmal mit den Fakten über mich reichen. Ist vielleicht was dabei, was ihr noch nicht wusstet, so wahrscheinlich alles. Und könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das alles wusstet oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Kann natürlich sein, dass ich das irgendwann mal im Stream so nebenbei erwähnt habe, naja. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen soll es das mit diesem Video über mich gewesen sein. Ist halt wirklich schwer, ein paar Fakten über mich zu finden. Ich hoffe, das ist mir jetzt so einigermaßen gelungen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr nicht wusstet. Falls ihr noch Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ciao.